Freundin zusammen. Ihr seht, Mizi und die liebe Zuki sind hier und Mizi hat sich wieder vollgestopft. Wir hüpfen auf normal. So, jetzt ich bin bereit. Einmal rein. Auf normal diesmal, ne? Ja. Ich hoffe, sie hört mich. Okay. Manchmal, es ist komisch, ich habe Push to Talk und wenn ich in einem Menü bin, zum Beispiel Items hinzufüge oder in diesem hier die Geister, die Beweise eintrage, dann hört sie mich nicht mehr, obwohl ich V drücke. Es ist komisch. Okay, ich bin nicht alleine. Sie kommt wohl noch. Ah, jetzt. Oh. Okay. Ich glaube, sie hat ein paar Ladehemmungen, wie es aussieht. Ihre Sanity ist voll low. Ich schnapp mir schon mal meine Items. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Items dabei, wie ihr seht. Ich hoffe, sie fliegt nicht raus. Also, sobald sie da ist, komisch, normalerweise steht sie hier als Blank Model, wenn sie noch reinlädt. Aber hoffen wir, dass sie gleich reinkommt. Also, bis gleich. Moin zusammen. Leider gab es eine kleine Planänderung. Wir sind umgesprungen auf was Mobile, es nicht mehr so gut bei ihr funktioniert hatte. Und wir hüpfen eine Runde jetzt nach Edgefield mit nur einem Beweis. Also, tut mir leid, ihr habt am Anfang, seht ihr nochmal Mizi und mich da, wie ich da alleine bin am Anfang. Der Geist wäre übrigens ein Onryo gewesen. Den hätte ich mal gerne gehabt. Das wäre mal cool gewesen, weil der tut nämlich einer Person nichts. Aber sie hatte leider auch ein paar technische Probleme. Hatte ich ja letztens auch ein bisschen gehabt mit dem Monologist. Deshalb schauen wir mal, wie es jetzt hier läuft. Das sind hier unsere Aufgaben. Wir sind in Edgefield mit einem Beweis. Greenscreen. Ja. So. Sofort rein. Ja, das habe ich auch immer. Das ist wirklich scheiße. Diese Melatonin-Sachen nehme ich auch meistens wirklich vorm Schlafen. Ja, doch. Das habe ich dir, glaube ich, draußen liegen gelassen, oder? Ja, ich hab's, ja. Okay, ich check mal direkt hier bei der Küche wegen Knochen und so. Ja, ich habe gleich geguckt. Ach, hier ist schon. Hier ist auf jeden Fall ein Versteck hier hinten in dem Laundry Room. Give us a sign. Are you here? Schauen wir mal im Keller. Kein Versteck hier. Haben wir hier einen Knochen? Hier? Also sorry Leute, dass wir so umgesprungen sind jetzt hier, aber wir wollten Demonologist weiterspielen, aber bei ihr hat es ein bisschen geschwungen, leider. Deshalb haben wir uns einfach mal kurzfristig für Phasmo entschieden. Also mal ein kleiner Switch mittendrin. Ah, oben? Meine Kerze ist hier gerade ausgegangen, aber auf der Map hier ist das ja manchmal buggy. Na, der ist oben. Ja, das kann sein. Der macht einem manchmal unten die Kerze aus, aber ist oben. Ich habe gerade was gefunden. Hier im Bad, glaube ich. Oder hier. Ich habe, glaube ich, gerade irgendwo was fliegen hören. Ich bin aber nicht sicher. Oh, hier ist der Knochen im Kinderzimmer. Ja, hier. Und hier hat er mir reingeflüstert. Welcher Tür war er denn jetzt gerade dran? Na, haben wir einen Flurgeist? Ich glaube, wir haben einen Flurgeist. Vielleicht, das klang sehr weit weg. Wir können ja mal die Sachen hochbringen. Ja, wir haben einen Flurgeist. Flurgeist, okay. Ich nehme mal das mit, ich nehme mal das. Und wo sind die Cams? Hier ist eine Cam. Definitiv ein Tür. Okay, tun wir den mal hierher. Dann sehen wir es ja, wenn er da langlatscht. Das darf ich nicht machen. Okay, Knochen ist versorgt. Kamera lasse ich hier beim Putzi. Okay, mehr Sensoren. Sensoren helfen uns jetzt hier auf jeden Fall weiter. Ich pflaster jetzt mal hier alles mit Sensoren noch extra zu. Mhm. Oh, hier hinten haben wir auch ein Versteck wieder. Im ersten Schrank. Ah, perfekt. Ich guck mal kurz hier in dem Zimmer, ob hier auch noch eins ist. Nee, das hier ist blockiert leider. Also besser hinten, das dann. Das andere blaue Zimmer da vorne ist leider auch nichts. Okay, die Bücher brauchen wir.
Seite. Okay. Sorry, falls es laggy ist. Ich kann meine Performance gerade leider nicht sehen, weil ich die Spiele gerade eben gewechselt habe. Was da alles liegt, nehme ich jetzt einfach irgendwas immer mit. Haben wir hier auf dem Flur überhaupt ein Versteck? Ja. Oh, hier ging gerade eine Tür. Warte mal, ging auf der anderen Seite eben auch eine Tür? Oder meine ich das nur? Also die habe ich aufgelassen. Also hier habe ich auf jeden Fall gerade eine Tür gehört, aber da sind keine Fenster. Dann kann das ja hier vielleicht sein. Nee, doch hier, warte mal, die? Nee, die war schon offen, die habe ich auch so gelassen, als ich eben hier nach dem Versteck geguckt habe. Ich lass mal die UV hier, dann können wir ja mal schauen nachher, falls er nochmal eine antätschelt. EMF, EMF, Kamera, so. Oh, gerade wieder an der Tür. War das eine Tür? Okay, warte, ich habe ein EMF. Ich guck mal, wo das war. Ich war nämlich gerade auf der Treppe, als das ging. Hier. Ich glaube, diese hier war das. So, jetzt hier. Da ist aber nichts, ne? Hoch. Also, es war auf jeden Fall. Ach, Mist, jetzt habe ich. Das war auch wieder hier, oder? Hier, glaube ich. Und das war der Breaker. Ist er vielleicht hier hinten? Das kann natürlich auch sein. Ich lasse mal alles hier liegen. Und ich packe mal einen Sensor hin. Wir können ja mal kurz in den Truck gehen, Sanity checken und die Sensoren beobachten. Ja, der macht ja hier sehr viel. Vielleicht ist er wirklich da drin. Ne? Zum Glück stehen hier noch unsere Kerzen. Genau. So, dann gucken wir mal ganz kurz und machen danach den Breaker an. Okay. Na, EMF 5? Nee, doch nicht. Nee, ist aber auch nicht ganz Twin. Dafür müsste es ein bisschen knapper sein für Twin. Okay, wir haben da jetzt nichts. Mal gucken, in welchen Sensor latscht denn unser Kamerad rein. Einer ist jetzt da hinten in dem Raum, die anderen sind alle im Flur verteilt. Der war da hinten gerade reingelatscht, also ist er, glaube ich, da hinten. Ja, ich glaube, das da hinten ist sein Raum. Dann verschieben wir einfach alles, was vorne im Flur ist, da hinten rüber. Der Rest ist ja schon in der Nähe. Sanity geht noch. Soll ich den Breaker anmachen oder willst du ihn anmachen? Ich kann ihn auch eben anmachen. Okay, dann gehe ich schon mal hoch und verschiebe die Items. Jo. Der Gin ist übrigens damit raus, weil der Gin macht niemals den Breaker aus. Ah, das wollte ich nicht. Ist jetzt natürlich ein bisschen Whisky hier ohne Smudgies rumzulaufen. Da ist ein Versteck schon mal, das ist gut. So. Tun wir ein Kozi hier hin, ein Buch daneben. Deshalb habe ich jetzt gerade eben auch die EMFs hier alle hingeworfen. So. Ein EMF kommt dahin, das andere Buch daneben. Kamera hier hin. Das andere Kruzi lassen wir mal ein bisschen davor. So. Ich lasse das eine Kruzi mal extra draußen, dass wir auch rausfliegen können. Mhm. So, die Kamera muss noch da rein. Die Sensoren müssen da noch rein. Haben wir hier noch einen Sensor? Ich weiß es nicht genau. Den können wir auch noch. Achso, ich habe schon voll. Okay, der läuft hier auf jeden Fall durch. So, auf die eine Tür richten. Falls es ein Yuri ist. Ich habe einen Schuh genommen. Alter, ich bin so bescheuert. Ich habe aus Versehen einen Schuh genommen statt den Sensor. Ich dachte schon, warum kann ich die Sensoren nicht aufheben? Oh mein Gott, ey. So bescheuert. Oh Mann. So, ich schnapp mal Salz und Thermo. Also hier hatten wir ein Fotoapparat. So, dann verteilen wir mal das Salz hier. Mach ich schon mal Licht aus. Wo bist du? Der war hier an der Tür. Was willst du? Okay, das war eine Antwort. Wir haben eine Box.
Ob das mein Lieblingsgeist vielleicht schon wieder Box und du hast die Daily damit erledigt. Oh ja, ich hatte vorhin deinen Lieblingsgeist in einem Solo-One gehabt. Da dachte ich, schade, dass du nicht da bist. Ja, ich gucke jetzt auch direkt nach meiner Sanity. Hier ist die Kerze, kannst du dir direkt schnappen? Ja. Okay, ich nehme schon mal die anderen Smudgies hier. Das war der Lichtschalter. Okay, ich bin jetzt bei 66%. Oder hast du da hinten jetzt das Licht angemacht? Scheiße, es war nicht der Schalter. Mist, ich habe den falschen Lichtschalter fotografiert. Ich dachte, er hat es ausgemacht, dabei hat er eins angemacht. Übrigens kein mehr, aber ich glaube, mehr ist raus. Ne, mehr ist noch drin. Na toll. Ist das vielleicht mein Lieblingsgeist? Mach doch nicht immer die falschen Fotos. Ist das vielleicht mein Lieblingsgeist? Der ist noch in kein einziges Salzding getreten. Ey, puste mir nicht meine Kerze aus hier. Braucht die noch? Läufst du ins Salz? Na los, zeig dich. Warte, ich habe da noch ein bisschen Salz, was ich mal gleich breit mache. Wo ist er denn am meisten am Durchlaufen? Ich kann noch eins hier in das Bad reintun. Eins vor den Sensor und eins vielleicht vor den Raum. Ich bleib mal auf dem EMF hocken, weil Wraith kann sich zu einem porten und gibt dann ein EMF. Zwei da hinten. Ach. So. Ich glaube, jetzt kann ich langsam mal nach meiner Sanity gucken. Ey, nicht mir hier draußen die Kerze auspusten. Der ist auf jeden Fall hier drin. Also hier ist auf jeden Fall die Temperatur niedrig. Hm. Du kannst ja mal nach der Sanity gucken. Ich bleib mal hier auf dem EMF hocken. Der ist gerade im Sensor und nicht ins Salz. Ich glaube, es ist mein Lieblingsgeist. Das heißt eh keine Salzfotos. Give us a sign. Show yourself. Where are you? Are you here? Das würde auch erklären, warum er mir unten die Kerze ausgemacht hat. Aber seid vorsichtig, hier auf der Map ist das eh Buggy. Deshalb war der auch vorhin bei uns vorne gewesen. Weil ich habe vorne... Ja, ich glaube, das ist ein Wraith. Ich glaube, das ist mein Lieblingsgast. Morol können wir ausschließen. Ja, okay. Dann können wir uns ja auf den EMF hocken und mal gucken, ob er sich portet. Da ist noch ein Sensor, das heißt... Wir sollten schon mal gucken, wo wir uns gleich verstecken wollen. Ist das da nicht frei, hier wo der Glowstick liegt? Das ist frei, ja. Am besten hier hinterm Sensor auf dem EMF hocken und dann sehen wir es ja gleich, ob er sich zu uns portet. Wir müssen ja nicht weit weg sitzen dafür. Nee. Oh, jetzt war er da hinten an der Tür. Ja, ich gehe. Hier die fotografieren. Nein, ich. Nein, ich. Oh. So, Türchen ist fotografiert. Hier hast du noch eine Kamera mit 4 Bildern. Ja. Und dann gucken wir mal, ob er zu uns kommt. Ich habe noch 5 Bilder. Ich habe jetzt auch extra einen Salzhaufen da in die Tür gelegt, weil dann sieht man es. Ah, ja, kannst den Boden fotografieren. Das ist ein Wraith. Okay. Das ist mein Lieblingsgeist. Ah, okay. Hat nicht gezählt. Ich glaube, das zählt. Bei Solo funktioniert es, glaube ich, besser, wenn man einzeln da ist und gerade nach unten zielt. Weil bei mehreren Leuten weiß man nicht, auf wen er sich portet. Und er ist wieder zurückgegangen. Das heißt, den Rest können wir mit normalen Interaktionen holen. Was haben wir denn noch? Nee, Fotos haben wir eh schon so gut wie verkackt. Ja, der eine Lichtschalter ging ja daneben. Okay, das heißt, wir müssten nur noch die Kruzifix-Aufgabe machen. Ja. Dann hole ich kurz das andere Kruzi. Ich pack das mal hier dazwischen. Und das hier, das lasse ich direkt hier beim Versteck. So.
Wie hoch war denn die Sanity vorhin? 66 und 75. Oh, der war gerade davon an der Bartür. Ach, dann machen wir mal das Licht hier kurz aus. Ich fotografiere noch die Bartür. Das war jetzt auch komisch, was ich gemacht habe, aber egal. So, und durch das EMF wissen wir ja, wann er zu uns kommt. Mhm. Und durch die Sensoren wissen wir, wann er wieder im Raum ist. Also ein Kruzifix liegt da vor dem Raum direkt, falls er auf dem Rückweg meint zu handeln, und das andere liegt direkt unter uns. Ja. Aber wir müssen aufpassen, wenn die sich manchmal auf einen porten, dann laufen die auch manchmal um einen etwas so rum und sowas. Also es kann auch sein, dass er dann hinter uns auf einmal rauskommt. Ja, das war vorne die. Ich mach mal hier das Licht an, dann können wir nachher sehen, wenn der Hang vorbei ist. Ja, wir müssen ja im Dunkeln sitzen. So, okay. Dann haben wir ein paar Interaktionsfotos. Zwei gingen daneben. Wir brauchen nur noch das Kruzi. Das heißt, jetzt heißt es warten. Oh, Dirty Water. Oh, Dirty Water. Jetzt bekommen wir noch Dirty Water von meinem Lieblingsgeist geschenkt. Das ist ja lieb. Ja, ist alles fertig, ne? Jo, Fotos sind fertig. Ein Bild beim Hand werde ich wohl nicht hinkriegen hier, ne? Also der flackert normal. Du kannst es versuchen. Vielleicht, wenn wir ihn nachher gesmudged haben, macht er vielleicht danach ein Ghost-Event eventuell. Wenn wir kurz noch warten, ein paar Sekunden danach. Hm. Weil das machen die ja immer gerne, die Geister, wenn sie frisch gesmudged sind. So. Jetzt heißt es erstmal warten. Hand. Smudge. Jetzt mal gucken, vielleicht macht sie jetzt hier ein Ghost-Event. Oh, sie hat sich auf mich geportet. Ja, aber es kann sein, dass ich sie gerade eh erwischt habe. Achso, du musst dann im Truck wahrscheinlich auf dem Clipboard schauen, ne? Mhm, genau. Sie ist noch hier, sie ist noch nicht zurückgegangen. Sie hat noch nicht die Sensoren getriggert, also sie ist noch irgendwo Ach hier. Ach so, wir müssen ja eh warten wegen dem Kruzi noch. Genau, deshalb überlege ich gerade, dass ich das hier jetzt ein bisschen nach vorne versetze und das andere in den Raum tue, weil sie ja gerade auch aus dem Raum kam. Aber sie ist, glaube ich, noch hier, sie ist nicht zurückgegangen. Ah, jetzt geht sie zurück, okay. Ich wollte die Sensoren nicht zu früh triggern. Okay, das andere Kruzi ist jetzt wieder im Raum. Ja, hat sie den Breaker gekillt? Ja, der Breaker ist, glaube ich, aus, aber wir haben ja Licht hier. Jetzt hat sie es benutzt. Sollen wir fahren oder? Wir können ja mal gucken, ob es gezählt hat. Das heißt, der Smudge-Effekt war auch vorbei gewesen. So, dann schauen wir mal. Sanity geht ja so einigermaßen. Dann kannst du ja mal hier bei dem Weekly gucken, ob das gezählt hat. Nö, hat nicht gezählt. Willst du es nochmal versuchen oder willst du fahren? Nee, lass uns fahren. Ich bin gerade so hundemüde. Okay, hast du Wraith eingetragen oder Gespenst? Ja. Okay, ja, habe ich eingetragen. Das ist mein Lieblingsgeist. Warum? Weil der sich auch ein teleportiert. Und ich finde das cool, wenn die sich auch ein teleportieren. Weil du kriegst dann ein EMF-2 und du kannst schön, wenn du Sensoren auch benutzt und EMFs, beobachten, wie der Geist dann wieder zurückgeht. Und bei einer großen Map brauchst du noch nicht mal den Geist ganz kleiner. So.
Und sie hat zweimal die Fähigkeit benutzt. Wir haben es beide Male mitbekommen. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich hab... Ciao.